Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Würden wir ein Jahr nach Beginn der Pandemie und nach Monaten des zweiten Lockdowns nur auf die Infektionszahlen blicken, dann wäre das sehr ernüchternd. Es wäre auch schwer zu verstehen, warum wir die bisherigen Einschränkungen nicht verlängern, sondern über Erleichterungen reden. Das gelte übrigens erst recht, wenn der in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz festgelegte kritische Inzidenzwert von 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner heute noch Bestand hätte. Das will ich zu Beginn in aller Deutlichkeit sagen, weil es das ganze Dilemma hervorhebt. Denn die Infektionen liegen noch immer deutlich über den Spitzenwerten aus der ersten Welle im vergangenen Frühjahr. Und die Zahlen sinken nicht etwa, sondern sie stagnieren und teilweise steigen sie im Schnitt der letzten Tage sogar, wenn zum Glück auch moderat. Die Gefahr einer dritten Welle bleibt akut, wie andere Länder gezeigt haben. Manche Experten sehen uns bereits mitten in dieser dritten Welle. Und ja, die Todeszahlen sind zurückgegangen durch die Impfung bei vielen älteren Menschen, insbesondere in den Heimen. Das ist gut so. An der Gefährlichkeit des Virus ändert das nichts. Wenn sich sehr schnell sehr viele jüngere Menschen anstecken, und das wird trotzdem gravierende Folgen für die Belastungssituation in den Krankenhäusern und unserer Gesellschaft insgesamt haben. Ganz abgesehen von den Langzeitauswirkungen einer Krankheit, über die wir noch immer viel zu wenig wissen. Aber nach langen Monaten des Lockdowns ist eben auch klar, dass neben den Infektionszahlen der Blick auf die gesamte Breite der gesellschaftlichen Folgen gehen muss. Das Robert-Koch-Institut hat mit seinem Perspektivplan, insbesondere mit der damit verbundenen Toolbox, in der vergangenen Woche für verschiedene Lebensbereiche eine transparente Übersicht der Infektionsgefahren, aber auch der Auswirkungen von anhaltenden Einschränkungen veröffentlicht. Und vor dem Hintergrund dieser zusammengefassten wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber auch mit Blick auf mehr Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien, die mit dem wärmenden Frühjahr kommen, ist eine maßvolle Anpassung der Beschränkungen vertretbar. Ob die gestrige Vereinbarung erfolgreich ist, wird allerdings entscheidend davon abhängen, ob eine pragmatische Umsetzung gelingt oder, um es polemisch zu formulieren, das mit teutonischem Fundamentalismus durchgezogen wird. Es geht um den Dreiklang Impfen, Testen, Öffnen. Letzteres hängt ganz stark vom Erfolg der Impfstrategie und der massiven Ausweitung von Tests und Selbsttests ab. Deutschland startet in eine neue Phase der Pandemiebekämpfung, hat die Frau Bundeskanzlerin gestern gesagt. Im internationalen Vergleich ist das eher ein Humpeln. Immerhin gibt es jetzt einen Perspektivplan, wie wir das seit Monaten gefordert haben. Er kommt aber ziemlich spät, er ist reichlich kompliziert, er ist in Teilen auch widersprüchlich und er lässt viele Fragen offen. Da auf 100 Besserwisser, wie man sagt, nur ein Bessermacher kommt und die ganze Besserwisserei ja auch nichts nützt, will ich ausdrücklich sagen, dass wir als SPD-Fraktion bei aller notwendigen oppositionellen Einzelkritik die Einigung von gestern als eine Basis betrachten, mit der jetzt umgegangen wird, und dass wir in dem Rahmen auch weiterhin Verantwortung übernehmen und immer wieder konkrete Verbesserungsvorschläge hier im Hause einbringen. Ich sage aber ausdrücklich an Sie gewandt, Herr Ministerpräsident, an Sie und an Ihre Regierung und auch an die Koalitionsfraktionen, auch im Lichte der letzten Parlamentsdebatte hier, das kann keine Einbahnstraße sein. Und natürlich gilt, wir messen Sie, Herr Ministerpräsident, was denn auch sonst, und Ihre Regierung an der politischen, administrativen und kommunikativen Umsetzung dessen, was Sie angekündigt haben. Nicht mehr und nicht weniger. Aber auch bei diesem Perspektivplan muss uns allen klar sein, das darf nicht als Signal für größere Sorglosigkeit missverstanden werden. Der Gesundheitsschutz muss oberste Priorität behalten. Und wir wollen auch keinen Zickzackkurs zwischen Verschärfung und Lockerung, weil diese für die Planungssicherheit der Menschen gravierende Folgen hätte. Mir haben viele Einzelhändler gesagt, dass sie lieber ein bisschen länger warten, als noch einmal im Zickzackkurs auf- und wieder zumachen zu müssen, weil sie das kein weiteres Mal überstehen würden. Bei allem, was die Landesregierung ankündigt, sollten Sie immer daran denken, dass Sie es einhalten und umsetzen können, denn ein Hin und Her der Vorgaben ist das, was die Betroffenen am allerwenigsten brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen also schon die Entwicklung der Inzidenzen genau im Blick behalten. Denn die letzten Monate zeigen, dass eine hinausgezögerte Reaktion verheerend ist und letztlich zu deutlich längeren Maßnahmen und erheblich größeren Schäden führt. Darum ist die gestern vereinbarte Notbremse für die Aufhebung richtig. Wir haben übrigens als SPD-Fraktion immer gesagt, dass ein bundesweit verbindlicher Perspektivplan in zwei Richtungen wirken muss. Zur Erleichterung, wenn das möglich ist, und zur Verschärfung, wenn es nötig ist. Ein Stufenplan ist insofern begrüßenswert und notwendig. Dennoch gilt, unter dem Strich ist das Ergebnis der Bund-Länder-Beratung erneut nicht zufriedenstellend. Umso mehr Mechanismen, Richtwerte und Regeln für die Einzelbereiche vereinbart wurden
umso deutlicher wurde, dass Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit dieses Gesamtkonzepts nur sehr schwer den erforderlichen Kriterien von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Effektivität gerecht wird. Verstehen Sie mich nicht falsch. Anders als der Ministerpräsident glaube ich nicht, dass es Blaupausen gibt, auch nicht aus Schleswig-Holstein. Und ein bisschen Trial and Error ist immer dabei, wenn man solche Dinge macht in der praktischen Politik. Natürlich lassen sich Begründungen finden, warum Buchläden unter strengeren Regeln öffnen dürfen. Als Buchliebhaber finde ich das klasse. Die Inhaber anderer kleinerer Geschäfte teilen diese Begeisterung allerdings wahrscheinlich nicht. Sondern würden sich das für sich auch wünschen. Denn ein Stück weit bleibt das natürlich willkürlich. Und darum haben wir nach wie vor einen Stufenplan, bei dem wir glauben, dass es unerlässlich ist, dass es Transparenz für möglichst viele schafft, dass es Perspektiven für alle aufzeigt und dass es die zunehmend komplizierteren Regeln bündeln kann. Wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen, was wir tun, dann wird es auch keinen Erfolg solcher Stufenpläne geben können. Selbst die Mediziner haben uns in der Anhörung gesagt, dass die Akzeptanz der Bevölkerung das A und das O der Pandemiebekämpfung sei, über alle Regelungen zum Gesundheitsschutz hinaus. Für bestimmte Bereiche wurde jetzt endlich, nach einem Jahr Pandemie, ein Weg beschrieben. Andere Bereiche wie große Teile der Kultur, Gastronomie oder der Tourismus wurden wieder einmal vertagt. Das wäre nicht zuletzt mit Blick auf die vom Robert-Koch-Institut beigesteuerte Vorlage definitiv anders möglich gewesen. Damit meine ich übrigens nicht zwangsläufig eine frühere Öffnung, aber doch eine klare Perspektive für die, die zunehmend mit Verzweiflung und manchmal mit Wut hier vor dem Landeshaus stehen, sich in unseren Wahlkreisen melden oder sich an die Politik insgesamt richten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist auch niemandem zuzumuten, selbst seitenlange Beschlusstexte zu wälzen, um die Logik der bundesweiten Corona-Regelung nachzuvollziehen. Ich höre übrigens, dass mancher lieber die Seite des NDR anguckt, als sich die Verordnung anzusehen, weil man das besser begreift, was damit gemeint ist. Aber unabhängig davon will ich damit sagen, das mag für eine Parlamentsdebatte funktionieren, an der Lebensrealität von Menschen geht das weitgehend vorbei. Auch das ist ein großes Problem für die notwendige Akzeptanz. Zur Kommunikation komme ich gleich nochmal. Aber wir sagen das hier immer wieder. Ohne eine Kommunikation, die stringent ist, wird es nicht gelingen, die Menschen mitzunehmen und das zu erreichen, was wir miteinander brauchen, um zum Erfolg zu kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube übrigens, dass die Akzeptanz für die erforderlichen Maßnahmen zwar zurückgeht, aber immer noch erstaunlich groß ist. Und man darf natürlich auch Lautstärke nicht mit Quantität gleichsetzen, an der einen oder anderen Stelle. Auch das füge ich ausdrücklich hinzu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Fraktion hat in der vergangenen Sitzung in der Sondersitzung beantragt, zumindest eine norddeutsche Lösung für einen verbindlichen Stufenplan auf den Weg zu bringen, wenn schon eine bundesweite Lösung nicht möglich ist. Das haben Sie damals weggestimmt und im Ergebnis haben wir jetzt zwar den Umriss eines bundesweiten Stufenplans, aber noch ist nicht klar, was das für die norddeutsche Nachbarschaft konkret bedeutet. Ob Tourismus oder Einzelhandel, Gaststätten oder Hotels, wir kriegen Riesenprobleme, insbesondere in der Metropolregion, wenn bei wichtigen Fragen des täglichen Lebens auf der einen Seite der Straße etwas anderes gelten sollte als auf der anderen. Und sollte es bei unterschiedlichen Inzidenzraten eine Öffnung der Geschäfte auf der einen Seite, aber nicht auf der anderen Seite geben, dann kann man sich leicht vorstellen, was dieser Pull-Effekt mit den Inzidenzzahlen machen würde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darum werden wir uns sicherlich zu kümmern haben. Deshalb bin ich dankbar für jedes Gespräch. Ich würde sich gern dazwischen rufen. Ich kann nur sagen, das sind die Anforderungen, die die Menschen von uns erwarten, die in der Metropolregion leben. So ist das. Da können Sie ganz sicher sein, dass das so ist. Und deshalb bin ich dankbar für jedes Gespräch, das auf norddeutscher Ebene stattfindet, um größtmögliche Gemeinsamkeit zu erreichen. Und ja, auch wir als Oppositionsfraktion beteiligen uns daran, solche Gespräche zu führen, weil wir diese Gemeinsamkeit wollen und hier nicht nur einfordern. Aber wir haben mittlerweile März und vielleicht ist doch noch mehr möglich. Und natürlich, Herr Ministerpräsident, wird es auch Unterschiede im Lande geben. Und da ist es Ihre Verantwortung, die Kreise und kreisfreien Städte nicht alleine zu lassen, sondern jene Unterstützung zu geben, die notwendig ist, um gut durch die Krise zu kommen. Dazu gehören übrigens auch die Folgen für die umliegenden Kreise, wenn es Beschränkungen geben muss, wie zurzeit in Flensburg. Das hat nämlich massive Folgen für die Umgebung. Und auch das ist etwas, was wir im Blick behalten müssen, wenn wir uns die Dinge angucken. Da kann man ja ganz kuriose Sachen beobachten. Nicht nur da, aber da auch. Und ich weise darauf hin, dass auch solche Dinge gelöst werden müssen. Sonst ist das mit der Inzidenz nämlich ganz fix woanders, als wir uns das wünschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, meine Fraktion hat große Bauchschmerzen bei Ihren Ankündigungen zum Tourismus. Ja, daran hängen viele Arbeitsplätze und Existenzen in Schleswig-Holstein. Und ja, wir sind ein gastfreundliches Land und es tut einem richtig weh, wenn man Menschen abweisen muss, die eigentlich Urlaub machen könnten in diesem schönen Land.
Und mit Testungen, mit Hygienekonzepten, Dokumentationspflichten wäre ja auch manches vorstellbar. Das ist schon so. Und ja, die Menschen verdienen auch eine Perspektive. Aber sie verdienen auch eine ehrliche Einschätzung, Herr Günther. Sie haben gestern einer Vereinbarung zugestimmt, und zwar ohne jede distanzierende Protokollerklärung, ich habe das genau nachgelesen, mit der eindringlich appelliert wird, auf alle nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland weiterhin zu verzichten. Und in der auch vereinbart wurde, die Homeoffice-Verordnung aus epidemiologischen Gründen bis zum 30. April zu verlängern. Wir alle wissen, wie lange es gedauert hat, das hinzukriegen. Wie soll das dazu eigentlich passen, Schleswig-Holstein am 1. April für den bundesweiten Osterurlaub zu öffnen, frage ich Sie. Wie soll das eigentlich zusammenpassen? Da können Sie ja Hoffnung äußern. Aber ich sage Ihnen, das ist die nächste Bruchlinie für die gesellschaftliche Akzeptanz. Erst recht, wenn Schleswig-Holstein dann entgegen der gemeinsam getragenen Vereinbarung auf einen Alleingang zusteuern sollte. Und zumindest auf Grundlage der heute vorliegenden Informationen würde meine Fraktion diesen Widerspruch auch nicht mittragen. Bei allem, was wir uns wünschen, dass wir es tun können für den Tourismus, aber die Menschen haben Anspruch auf Ehrlichkeit, dass man nicht das eine vereinbart und das andere macht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kollegen, nein, das ist einfach so, man muss die Texte doch lesen. Wissen Sie, wir haben das doch erlebt. Dann unterschreibt man das und sagt, wir machen das mit den 35 und dann trägt man hier vor, dass das nötig ist wegen der Mutation und dann sagt man, man sei so ein bisschen übermannt von der Begeisterung, die Mutationen sind übrigens nicht weg und dann gilt das nicht mehr. Das ist kein Beispiel für gute Kommunikation und das ruiniert übrigens auch die politische Glaubwürdigkeit im Lande. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Öffnungen in Sicht sind, wird die Situation für viele, vor allem für kleine Unternehmen, absehbar kritisch bleiben. Deutschland hat Hilfen auf den Weg gebracht, die im europäischen Vergleich ein enormes Volumen haben. Und trotzdem fallen nach wie vor viele durchs Raster. Darum ist der von Bund und Ländern finanzierte Härtefallfonds so wichtig. Und entscheidend ist jetzt, dass man sich bei der Umsetzung nicht am Tempo orientiert, das der Bundeswirtschaftsminister vorgelegt hat, um nach langen Wochen endlich eine Plattform für Anträge auf den Weg zu bringen. Dafür hat niemand Verständnis. In Teilen waren die letzten Wochen wirklich eine Vorlage dafür, wie Kommunikation nicht laufen darf. Und ich habe das eben mit dem 35er-Wert gesagt. Und da kann man ja wirklich sagen, die Entscheidung mag ja im Ergebnis mit Blick auf die Stimmung und gesamtwirtschaftliche Folgen richtig sein. Und man kann politisch zu dem Ergebnis kommen, dass der Kurswechsel erfolgreich war. Aber insgesamt ist ein Zickzackkurs, den man da macht, der kostet unnötig Zeit und der kostet auch etwas, was das Reputation des Corona-Managements der politisch Verantwortlichen Bund und Ländern angeht, um es sehr freundlich auszudrücken. Wenn man es deutlicher sagen will, könnte man sagen, das war politischer Dilettantismus von mehreren, die sich so geäußert haben, der viel Glaubwürdigkeit vernichtet hat. Und ich befürchte übrigens, dass gestern Abend die Akzeptanz vieler Menschen abermals verspielt hat, die bisher mit Verständnis und Geduld hinter der Corona-Politik gestanden haben. Ähnlich unbefriedigend lief übrigens die Kommunikation zu den Schnelltests. Das, was der Herr Bundesgesundheitsminister hier abgeliefert hat, manche behaupten, auf Intervention der Frau Bundeskanzlerin abliefern musste, das ist völlig indiskutabel, liebe Kolleginnen und Kollegen, völlig indiskutabel. Gestern hat man die massive Ausweitung von Schnell- und Selbsttests zu Recht als Grundlage für die Aufhebung von Beschränkungen vereinbart. Aber es ist noch gar nicht lange her, da wurde der Nutzen auch von einigen hier im Hause vehement bestritten. Nicht zuletzt von der Frau Bildungsministerin, was die Schulen angeht. Und da verstehe ich schon, warum andere da kaum noch hinterherkommen. Auch das ist für die Akzeptanz gefährlich. Und in dieselbe Kategorie gehört auch die Auseinandersetzung um den Stufenplan für Schleswig-Holsteins Schulen, den die Bildungsministerin sogar im Hochglanzdruck noch verteilt hat. Angekündigt war ein Start mit Wechselunterricht für die Klassen 1 bis 6. Tatsächlich ging es los mit Präsenzunterricht für die Klassen 1 bis 4. Und auch jetzt gibt es wieder Unverständnis an den Schulen, warum von den Ankündigungen abgewichen wird und im einen Kreis Wechselunterricht bleibt, während bei der gleichen Inzidenzlage im Nachbarkreis der Präsenzunterricht startet. Stichwort Präsenzunterricht. Wenn die Landesregierung schon ankündigt, dass Lehrerschaft und Schülerinnen und Schüler getestet werden sollen, müssen auch die Kapazitäten vor Ort vorhanden sein. Muss das vorbereitet sein, muss das auch funktionieren und klappen. Und das erwarten wir wirklich von Ihnen, dass das so gehandhabt wird. Unsere Schulen sind wirklich engagiert. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie sagen, Sie sind stolz auf die Lehrerschaft. Es wäre schön, wenn Sie auch stolz auf Ihre Bildungsministerin sein könnten, wenn das nämlich besser klappen würde in der Umsetzung der Dinge. Denn die Schulen brauchen ein Mindestmaß an Verlässlichkeit. Und nicht ein Trommelfeuer von beinahe täglichen Dienstanweisungen, Richtlinien und die eine Regelung wird wieder einkassiert. Das ist eine echte Belastung. Und entweder sind wir die Einzigen, die reihenweise Mails bekommen und Anrufe, oder aber die Koalition hat in der Frage eine bemerkenswerte Geduld. Und ich will das heute sehr freundlich sagen, Frau Bildungsministerin, Sie wissen, was ich meine. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner mussten lange warten. Das war Ihr Satz, Herr Ministerpräsident.
Sie meinten damit die Öffnungsperspektiven und nicht etwa, wie ich zuerst dachte, die Impfung. Die Impfungen bleiben der zentrale Baustein im Kampf gegen die Pandemie. Sie sind sogar das einzige Mittel auf dem Rückweg zu einem normaleren Leben. Das Erreichte ist ein Erfolg und trotzdem wären wir alle zusammen sicher gerne bereits weiter. Bei aller Notwendigkeit nach vorne zu blicken, möchte ich schon feststellen, die Fehler bei der unzureichenden Beschaffung von Impfstoffen haben schwere Gesundheitsschäden und Menschenleben gekostet und damit viel vermeidbares Leid in die Familien gebracht. Dieses Kapitel wird zu gegebener Zeit politisch aufgearbeitet werden müssen. Zumal andere Staaten weit besser abgeschnitten haben als wir, auch solche, über die sich manche im Anfangszeit der Pandemie, was das Krisenmanagement angeht, teilweise mit sehr großem deutschem Selbstbewusstsein abfällig geäußert hatten. Der neue amerikanische Präsident will bis Ende Mai alle Erwachsenen, das sind ca. 260 Millionen Menschen, durchgeimpft haben. Beim gegenwärtigen Impftempo werden wir in Deutschland mit ca. 69 Millionen Erwachsenen dasselbe Ziel im Januar 2022 erreichen. Das ist nicht akzeptabel, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, und das muss anders werden. Immerhin wollen wir bereits bis zum 1. April eine halbwegs funktionierende Teststrategie auf die Beine stellen. Bravo, kann ich sagen. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Wir werden hoffentlich in den nächsten Monaten eine Situation erleben, in der nicht mehr die Knappheit der Impfstoffe, sondern die Impfkapazitäten bestimmen, wie schnell wir impfen können. Zumindest bei AstraZeneca, dessen Reputation auch ein Kapitel missratener Kommunikation ist, sagt jetzt auch die Regierung, dass wir offensiv auf Rückstellung für die zweite Impfung verzichten können und möglichst viele Menschen mit der ersten Impfung einen guten Schutz bieten zu können und damit gleichzeitig die Impfzentren besser ausnutzen. Das scheint uns auch der richtige Schritt zu sein. Auch die Zulassung für über 65-Jährige, ist erwähnt worden, steht bevor. Ich will aber schon erwähnen, dass wir sehr verwundert waren über den heutigen Bericht in den Lübecker Nachrichten. Wenn tatsächlich der Bundesgesundheitsminister bereits Mitte Februar zu einer vorgezogenen Erstimpfung geraten hat und das in Schleswig-Holstein an IT-Problemen gescheitert sein sollte, wundern wir uns schon sehr, Herr Minister, dass wir das aus der Zeitung erfahren müssen. Und das werden wir im kommenden Sozialausschuss auch aufklären müssen, damit klar ist, woran das eigentlich liegt. Denn auch da gilt, jede Impfung rettet Leben und wir können uns solche Dinge nicht leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ebenso ist mit der Zulassung des Impfstoffs von Johnson & Johnson absehbar zu rechnen und all dies erlaubt dann auch die geplante Verimpfung in den Arztpraxen. Ich habe mich über die mutigen Ankündigungen gewundert, Herr Minister. Ich bin sehr gespannt, ob das so klappen wird mit all dem, was die Ärzte da machen sollen, auch in der Priorität zu sorgen, dass das alles funktioniert. Wunderbar wäre das, weil die Massenwirksamkeit nur kommt, wenn wir über die Arztpraxen verimpfen können und alle von uns wünschen sich das sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist zu früh, auf die Priorisierung bei den Impfungen gänzlich zu verzichten, weil wir natürlich den Schutz besonders gefährdeter Menschen weiter in den Blick haben müssen. Dennoch kann man die gesellschaftliche Diskussion über Aufwand und Ertrag von Priorisierungsverfahren nicht unterdrücken. Immerhin, bevor wir Termine ungenutzt lassen, scheint es die bessere Lösung zu sein, zumindest die nächste Prioritätengruppe schnell in die Impfung einzubeziehen. Und darum war es richtig, dass der Sozialminister genau dieses heute am Vormittag ja auch dargestellt hat. Und Herr Gark, lassen Sie mich die Gelegenheit zu einem weiteren Hinweis nutzen. Wir bekommen nach wie vor sehr viele Beschwerden über die Impfhotlines. Ich kann verstehen, wenn Impfstoff fehlt. Ich kann auch verstehen, wenn es nur eine gewisse Anzahl an Impfzentren gibt. Aber warum ausgerechnet die Hotlines wegen fehlender Callcenter-Kapazitäten der Flaschenhals sein sollen und im Land für Frust sorgen, das erschließt sich mir nicht. Und das muss dringend gelöst werden, erst recht, wenn ab kommenden Dienstag auch die Grundschullehrkräfte und die Kita-Personalkräfte dazukommen und versuchen, an Termine zu kommen. Das müssen wir ändern, das können wir ändern. Das Personal wird sich doch finden lassen, dass das geschieht. Neben den Impfungen hat auch die Teststrategie eine enorme Bedeutung. Das unterstreicht auch der gestrige Beschluss noch einmal. Es ist schon ein besonderes Armutszeugnis, dass wir ein Jahr nach Beginn der Pandemie immer noch keine vernünftige Teststrategie haben. Und bis gestern Abend auch hier über Liefermengen, Vertriebswege, Dokumentation unter Beteiligung der Bundesregierung gerätselt worden ist. Da gab es sogar Sitzungsunterbrechungen deswegen, wie man ja dem Live-Ticker entnehmen konnte. Was ist das für ein Armutszeugnis, wo andere Nachbarländer das längst gelöst haben mit den Tests, übrigens auch vernünftig gelöst haben, wie man hört. Und da hilft übrigens auch nicht, jedenfalls nicht für eine führende Industrienation, wenn große Drogeriemärkte angekündigt haben, dass sie kostengünstige Testsets für Selbsttests zur Verfügung stellen. Das ist schön, aber es bleibt dabei, die Teststrategie hätte besser sein müssen. Das ist ein Armutszeugnis, dafür trägt der Bundesgesundheitsminister die Verantwortung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich spare mir an dieser Stelle jeden Kommentar zu den Reaktionen, die meine Fraktion bekommen hat, als wir anlasslose Tests in größerer Zahl hier in der Vergangenheit seit dem letzten Sommer gefördert haben. Oder auch zu den Steinen, die man im Kreis Rendsburg-Eckernförde in den Weg gelegt hat, der seit Wochen
an der sehr konkreten Umsetzung seiner eigenen Teststrategie abarbeitet. Ich finde, das ist ein Punkt, das urteilt sich selbst, wenn man sich das mal anguckt. Der gestrige Beschluss nimmt nicht zuletzt die Unternehmen für die Tests bei ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern in Verantwortung. Und das ist richtig so. Wir hätten es allerdings begrüßt, wenn es nicht bei Appellen geblieben wäre. Bürgern werden per Verordnung zur Einschränkung verpflichtet, die Wirtschaft wird gebeten. Dieses Ungleichgewicht hatten wir schon beim Homeoffice und das wird in den nächsten Monaten nicht so bleiben können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da muss man auf beiden Seiten, finde ich, konsequent sein, bei der Wirtschaft und bei den Bürgerinnen und Bürgern. Denn der Grundsatz muss weiterhin sein, wer kann, arbeitet von zu Hause und wer das nicht kann, muss Anspruch auf bestmöglichen Schutz haben. Auch vor dem Hintergrund bin ich übrigens nicht sicher, ob Schleswig-Holsteins Urlaubspläne bei aller individuell verständlichen Freude das richtige Signal sind. Hamburg hat übrigens bereits 2 Millionen Schnelltests für seine Schülerinnen und Schüler bestellt. Es ist gut, wenn der Beschluss von gestern jetzt auch bei uns für Tempo sorgen sollte. Meine Fraktion und der SSW haben zur heutigen Sondersitzung einen Antrag vorgelegt, weil wir überzeugt sind, dass in den Schulen dringend nachgesteuert werden muss. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Schülerinnen und Schüler durch die Pandemie auf der Strecke bleiben. Dazu braucht es mehr Konzepte und Unterstützung, Dinge, die andere Länder auf den Weg gebracht haben. Wir wollen, dass schnell und unkompliziert Verstärkung an die Schulen kommt, Studierende, Dozentinnen und Dozenten aus den Weiterbildungseinrichtungen, aber auch Lehrkräfte im Ruhestand. Denn wir brauchen wirklich jede mögliche Unterstützung. Und wir wollen ein Verfügungshof für jede Schule, damit vor Ort schnell auf Missstände reagiert werden kann, bevor sie zu echten Problemen werden. Das gilt für Hygienemaßnahmen, das gilt für technische Ausstattung, das gilt für DATS-Angebote. Wir finden, dass Bremen mit der Integration der Lernplattform SofaTutor in der auch dort verwendeten It's Learning-Plattform einen richtigen Schritt gegangen ist, ebenso Mecklenburg-Vorpommern, wo für individuelle Lernlücken eine interessante Lösung gefunden worden ist, in dem pro Schüler 30 Nachhilfestunden übernommen werden. Denn seien wir ehrlich, ein Teil der Familien kann und wird diese Hilfen nicht in Anspruch nehmen können oder für andere ist sie unbezahlbar und wir wollen doch nicht, dass die Unterschiede noch vertieft werden. Ich habe in jeder meiner letzten Reden hier auf die beunruhigende Situation unserer Krankenhäuser im Land hingewiesen. Die ersten kommunalen Krankenhäuser benötigen Millionenzuschüsse ihrer Träger, weil sie wegen der niedrigen Inzidenzraten vor Ort durchs Raster zu fallen drohen. Andere können kaum noch die Gehälter bezahlen. Deshalb haben wir auf allen Ebenen in Bund und Ländern gemeinsam versucht, mitzuhelfen, dass das Problem gelöst wird. Der Beschluss von gestern muss noch konkretisiert werden, aber immerhin scheint es ein gemeinsamer Erfolg hier in diesem Hause zu sein, dass unsere Krankenhäuser für 2021 die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erstattet bekommen. Das ist gut so, wenn das ist. Das freut dann auch meine Fraktion. Das ist wichtig, denn die Krankenhäuser sind für die Daseinsvorsorge in Stadt und Land außerordentlich wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie leisten viel. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, das langsame Wiederanfahren unserer Gesellschaft wird ein Drahtseilakt, bei dem wir zum einen ganz genau im Blick behalten müssen, dass Einschränkungen kein Selbstzweck sind und dass Grundrechte nicht gewährt werden, sondern jedem zustehen. Aber dem wir eben auch mit aller Vorsicht auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens achten müssen. Und meine Fraktion bleibt dabei. In den Fokus gehören diejenigen, die es besonders schwer haben. Darum darf es bei den Öffnungen nicht darum gehen, diejenigen zufriedenzustellen, die den lautesten Protest organisieren, sondern denen Priorität zu geben, bei denen die Betroffenheit am größten ist. Wir haben bereits im Herbst darauf hingewiesen, dass man keine Regeln beschließen darf, die man nicht bereit ist durchzusetzen. Beschränkungen, die mit einem Augenzwinkern begleitet werden, taugen nichts. Und der Maßstab muss gelten. Es ist richtig, die Kontaktregeln anzupassen, denn sie waren lebensfremd und wurden von vielen nicht eingehalten. Wer kann schon wollen, dass nicht beide Eltern zu Besuch kommen können oder Kinder ihre Partner nicht mitbringen können? Das funktioniert nicht, das ist auch falsch. Ich habe vor ein paar Tagen einen sehr klugen Satz gelesen, der lautet: In der Pandemie lernt man mindestens so viel über Menschen wie über Viren. Da wir den Kollegen Deugner in der eigenen Fraktion haben, lernen wir auch noch andere Sachen. Aber das ist jedenfalls etwas, was so zutrifft und das kann ich nur uneingeschränkt unterschreiben. Es gibt im Schlechten wie im Guten solche Beispiele. Da gibt es die einen, die sich vordrängeln beim Impfen, die bei Förderprogrammen betrügen, die versuchen, aus der Not anderer einen Reibach zu machen, die andere mit ihren Luxusproblemen behelligen oder gar als Corona-Leugner bei Massenveranstaltungen die Infektionsrate nach oben treiben. Und dann gibt es die vielen anderen, die sich unermüdlich für andere engagieren, die schuften, damit andere durch die Krise kommen oder am Leben bleiben, die sich um die Einsamen kümmern, die bei Nachbarschaftshilfe als Freiwillige in Impfzentren oder Heimen berührende Beispiele menschlicher Solidarität zeigen. All diesen Menschen sind wir zutiefst dankbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie sind es nämlich. Sie sind es nämlich, die guten Beispiele für uns liefern, an denen wir uns orientieren können. Denn jeder von uns ist in der Verantwortung, in der politischen Verantwortung, in der persönlichen, in all dem, was man tut. Und ich wiederhole es gerne,
Wir haben es gemeinsam in der Hand, wie wir durch die nächsten Wochen kommen, mit Umsicht, Einsicht und Rücksicht. Vielen herzlichen Dank.